So, weiter geht's mit dem Qualifying. Willkommen auf der einzigen Strecke des Rennkalenders, die die Form einer 8 hat. Wir sind hier in Suzuka zum Qualifying für den großen Preis von Japan. Die Vorbereitung der Teams auf das heutige Qualifying laufen derzeit garantiert auf Hochtouren. In den vorherigen Trainingssessions gab es einige beeindruckende Zeiten. Stefan Römer, glaubst du, dass wir auch heute solch ein hohes Niveau erleben werden? Das will ich doch hoffen. Die Konkurrenz hier ist äußerst stark. Und ich denke, wir werden heute extrem kurze Abstände erleben. Beim Training geht es nicht nur um die schnellsten Rundenzeiten. Es geht ums Optimieren und um das Überprüfen von Entscheidungen. Kleine Fehler sind ja keine große Sache. Im Qualifying ändert sich das. Dort muss man die perfekte Runde fahren, sonst spürt man die Konsequenzen. Glaub mir, das erhöht den Druck gewaltig. So. Schauen wir mal, ob wir heute was rausholen. Wäre gar nicht mal so schlecht. Sieben, da müssen wir auch hin. Hamilton, naja, Runde war nicht gut. So, haben wir ein bisschen konzentrieren jetzt gerade.
So, jetzt müssen wir sie mitnehmen. Wieder verloren. So far, our fastest lap is a 1 minute 30.3. Nach vorne wird es nichts werden. Definitiv nicht. So, 8 Minuten noch. Halbe Sekunde hinter der Spitze. Eieiei, das ist ein Abstand. We're 20th in the speed trap. 308.5 kilometers per hour. Great job. We're much higher up the field than we expected to be. So, ja, wir müssen uns nochmal ein bisschen strecken. Zumindest ein Auto noch kriegen.
the speed trap, 308.5 kilometers per hour. So, wir müssen dafür gleich nochmal raus. Sind wir schon wieder raus, rausgegangen? Ja. So. Schauen wir mal, was wir kriegen. Habe ich vorne ein bisschen mit dem Windschatten mitnehmen? Das war's. Zack. Ah, kannst du in die Garage gehen, kannst du aufgeben. Scheiße. Schön in der letzten Kurve die Zeit gekostet. Mit dem Ende des Qualifying werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Hamilton, Verstappen und Charles Leclerc. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung nun komplett für das große Rennen. Seien Sie morgen unbedingt mit dabei, denn es wird zweifelsfrei ein fantastisches Event. Ja, da wäre noch ein bisschen was mehr drin gewesen. So. Gut gemacht. Das war eine tolle Leistung im Qualifying. Nicht wirklich. Naja, müssen wir es im Rennen irgendwie versuchen zu richten.